Hey Leute, willkommen bei Pandito und unserer Playmobil-Geschichte Immer Ärger mit dem Auto. Mal sehen, was passiert. So, ich mach mich dann mal auf den Weg zur Arbeit. Bin schon wieder so spät dran. Viel Spaß in der Schule, Kinder. Danke, Papa. Mach's gut, Liebling. Bis heute Abend. Viel Spaß bei der Arbeit. Also, mach's gut, Liebling. Ich bin dann mal weg. So, na dann, auf zur Arbeit. Oh Mann, so eng hier das Auto. Gut, okay. Motor an und dann nichts wie los. Hä? Was ist los? Okay, nochmal. Oh Mann, was soll denn das? Das ist jetzt schon das dritte Mal diese Woche. Komm schon. Komm schon. Oh, dieses doofe Auto. Okay, hilft ja nichts. Komm schon, Auto. Los, spring an. So, nochmal versuchen. Ja, Gott sei Dank, diese alte Schlurre. Gut, also, los geht's. Oh, noch eine rote Ampel. Ich bin doch jetzt schon zu spät. Komm schon, werd grün, werd grün. Hm? Oh nein, jetzt ist das Auto ausgegangen. Oh, komm schon. Ah. Hihi, hab ihn. Und zurück. Guter Schuss. Hab ihn. Los, pass. Hier, ich bin frei. Pass zu mir, pass zu mir. Hab ihn. Guter Schuss. Kinder, geht ihr bitte schon mal ins Auto. Das Fußballtraining fängt gleich an. Oh ja, cool. Alles klar. Juhu, gut, alles klar. Komm, Linus. Komm mal. Los, komm, schnell zum Auto. Okay, aber ich kick den Ball mit. Hihi. Okay, gut. Na dann, Kinder, festhalten. Los geht's. Okay, so, Mama, kannst du vielleicht die Heizung anmachen? Es ist ziemlich kalt hier drin. Ja, bitte Heizung, Mama. Es ist so kalt. Keine Jacke mit. Oh, Kinder, tut mir leid. Ihr wisst doch, dass die Heizung kaputt ist. Schon seit einiger Zeit. Ich sag das heute Abend auch eurem Vater. Der soll sich das nochmal ansehen. Nächstes Mal nehmt ihr einfach Jacken mit, okay? Tut mir leid. Na gut. Okay. Tut mir leid, Kinder. Vielleicht muss die Karre wirklich langsam mal in die Werkstatt. Aber beim Fußballtraining wird euch schon warm. Versprochen. Kinder, macht euch bitte fertig. Wir fahren gleich zur Oma. Könnt ihr euch schon mal ins Auto setzen? Okay, machen wir. So, Kinder, dann fahren wir mal zur Oma. Freut ihr euch? Ja. Oma ist toll, aber es ist immer noch so kalt. Ja, genau. Oma, ja, cool. Aber kannst du nicht mal irgendwas wegen dieser Heizung machen, Papa? Ja. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Stimmt, mache ich. Aber heute geht es leider noch nicht. Ja, gut. Aber bald, ja? Ja. Versprochen. Wirklich versprochen. Hoch und heilig. Könnt froh sein, dass das Auto überhaupt anspringt. Das hat in den letzten Tagen bei mir nicht so gut funktioniert. Also, los geht's. Oma, wir kommen. Was ist das denn? Oh nein, die Bremsen funktionieren nicht. Was? Das ist aber nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Festhalten, Kinder. Ist nochmal gut gegangen. Alles okay bei euch, Kinder? Ja, alles okay. Wir haben uns so ein bisschen erschrocken. Ja, hier auch alles gut. Okay, jetzt reicht's mir wirklich. Das ist eine Gefährdung für die Sicherheit. Wir kaufen ein neues Auto. Juhu! So, Kinder, da werden wir. Ein Autohaus. Okay, schauen wir uns doch mal um. Und wir werden keine Kosten scheuen. Wir kaufen uns ein hübsches Familienauto, was auch definitiv jeden Tag anspringt. Oh ja, gerne. Lass uns umschauen. Cool. Wow, Papa, guck mal. Ein Motorrad. Kann ich das haben, ja? Ich fürchte, das ist noch ein bisschen zu gefährlich für dich. Außerdem, wo soll Mama da sitzen? Im Bollerwagen etwa? Na gut, das riecht. Na gut, danke, ein Motorrad. Oh, Papa, guck mal der da. Der ist cool. Da ist sogar ein Hai auf der Motorhaube. Ist bestimmt gefährlich. Gefährliches Auto. Können wir das haben? Dann weicht uns bestimmt jeder aus auf der Straße. Ich glaube eher nicht, Hannah. Schau dir das mal genauer an. Da habt ihr beide doch hinten gar keinen Platz drin. Und was wollt ihr machen, wenn es mal regnet? Wie wär's denn dann mit Regenschirm? Im Sommer jedenfalls wäre es optimal. Ja, gute Idee, aber nein. Das ist auch nicht das richtige Auto für uns. Ich sehe, Sie schauen sich hier oben in meinem Autohaus. Kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? Ja, bestimmt. Guten Tag. Wie Sie sich wahrscheinlich denken können, suchen wir ein Auto für unsere Familie. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich sehe Ihnen direkt an der Nasenspitze an, dass Sie Ahnung von Autos haben. Wie wäre es mit diesem Modell hier? Ein nagelneuer Porsche Targa, gerade frisch auf dem Markt.
wäre. Das wäre doch was für Sie, oder nicht? Ja, so ein Porsche, wow. Der sieht wirklich verdammt gut aus. Schatz, kommst du mal? Liebling, ich sehe schon in deinen Augen, was los ist. Aber ich sag dir, das ist keine gute Idee. Wo sollen denn dann die Kinder sitzen? Na, du hast ja recht. Das ist so schade drum. Na gut, also Herr Verkäufer, nein, danke. Wir suchen eher was für die Familie. Ah ja, ja, für Familie. Na gut, na gut, na gut. Man kann sie mal versuchen. Okay, gut, dann kommen Sie doch bitte mal mit. Ich glaube, da habe ich genau das Richtige für Sie. So, das wäre das Modell. Also, ich erzähle Ihnen kurz was über das Auto. Es ist äußerst geräumig. Hat schon eingebaute Kindersitze, ein Multimedia-System, Klimaanlage, Alufelgen, ein perfektes Stadtauto sowie auch ein Urlaubsauto für lange Reisen. Es hat 6 Gänge, Servolenkung, integrierte Bildschirme in den Rückenlehnen der Vordersitze, damit den Kindern nicht langweilig wird, einen großen Kofferraum für Einkäufe, LED-Scheinwerfer und ein neuer Satz Winterreifen. Wow, 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 das klingt ja fantastisch, aber wie viel soll der Spaß denn kosten? Guter Mann, Sie haben wirklich Glück, denn dieses Modell wurde uns in Top-Zustand gebraucht überlassen. Ich überlasse es Ihnen für lediglich 5000 Playmo-Dollar, ein Schnäppchen. 5000? Okay, also Schatz, wir haben gespart, aber... ich weiß nicht, ein bisschen zu viel, oder? Also, okay, also 5000 ist ein bisschen zu viel für uns. Kann man vielleicht noch ein bisschen was am Preis schrauben? Ich weiß nicht. Ich sag mal, Sie haben Glück, dass ich Sie und Ihre Familie aus unerfindlichen Gründen direkt ins Herz geschlossen habe. Einigen wir uns auf 4.400. Und Sie kriegen die Kindersitze natürlich gratis dazu. Na gut, okay, Kindersitze sind ja auch nicht billig. Okay, gut, wir sind im Geschäft. Deal. Wunderbar. Juhu! Na Kinder, wie gefällt euch unser neuer Schlitten? Habt ihr euch das so vorgestellt? Ja, der ist klasse. Ja, ist er wirklich. Wir haben sogar richtige Sitze und müssen nicht mehr im Kofferraum sitzen. Und es ist warm und Papa, kannst du vielleicht den Fernseher anmachen, bitte? Na klar. Und wir fahren jetzt erstmal ein Eis essen. Juhu! Und weiter geht's, Leute. Wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, dann klickt einfach auf eins der beiden Videos hier rechts im Bild. Und vergesst nicht, unser Kanal zu abonnieren, denn wir bringen euch jeden Tag ein neues Video zu Playmobil Polizei, Feuerwehrmann Sam, Playmobil Feuerwehr und. Einfach den Abonnieren-Knopf drücken und ihr verpasst kein Video mehr.